Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein Paket und da bin ich richtig gespannt, was dieses Teil hier kann. Ich werde es euch mal zeigen. Heute soll es um hier dieses schicke kleine Schweißgerät gehen. Das ist ein WIG-Schweißgerät, das ist ziemlich neu auf dem Markt und es ist nicht groß, aber dafür kann es jede Menge. Und ich bin mal gespannt, wie gut meine ersten Nähte damit werden. In der Vergangenheit wollte ich schon einige Male Dünnblech schweißen, damit ich zum Beispiel einen Absaugschuh schweißen kann, um an eine selbstgebaute Maschine das halt eben anzupassen. Das geht halt eben gerade bei dünneren Blechen mit einem normalen Mic-Mac-Schweißgerät nicht ganz so gut oder mit einem Fülldraht-Schweißgerät. Das funktioniert da nicht ganz so gut. Und dafür sind halt eben diese WIG-Schweißgeräte richtig toll. Und ich hoffe mir davon richtig tolle Schweißnähte, also Sichtnähte, schön zaubern zu können, wo ich dann halt auch eben dünnes Blech mit bearbeiten kann. Und ich kann euch an dieser Stelle tatsächlich schon verraten, dass es in diesem Video ganz, ganz viele Spoiler geben wird, was ich mit diesem Gerät bei den zukünftigen Projekten machen werde. Und das ist, wie gesagt, ganz schön abgefahren. Schauen wir mal noch rein, was hier drin ist. Und dann würde ich sagen, schließen wir es gleich auch direkt mal an. Und dann probiere ich einfach mal aus, wie gut das Ganze halt eben funktioniert. Hinten liegt noch ein bisschen Werkzeug, was ich euch aber gleich im Video zeigen werde. Gasschlauch, Masse. Attention, ne? Zubehör, um Elektroden schweißen zu können. Ein langes Schlauchpaket mit flexiblem Brenner. Eine Bürste für die Schweißnähte. Und wenn man Elektrode schweißt, hier ein Schlackerhammer. Und eine wunderschöne Tasche. Und Leute, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich in meinem Leben WIG schweiße. Ich habe es niemals gezeigt bekommen. Ich habe mir es irgendwie jetzt einfach so ein bisschen angeeignet. Und das sind halt auch eben die ersten Versuche, die ich mit euch in diesem Video teilen wollte. Ich brauche unbedingt bald mal ein richtiges Gestell für meine Schweißgeräte, weil derzeit ist das alte Schweißgerät die ganze Zeit noch der Stand. Aber wir werden mal heute einfach damit arbeiten, mit dem, was wir halt eben haben. Es ist so schnuckelig, das ist abgefahren, wie klein das ist. Das Gerät ist zwar klein, aber schaut euch mal an, wie lang das Schlauchpaket ist. Das ist echt, das ist eine richtig feine Sache. Ich glaube, das sind 3 Meter fast. Oder es müssten sogar ein bisschen mehr sein. Das ist wirklich richtig cool. Das bedeutet, man kann neben dem Schweißtisch genügend Platz lassen, wenn man mehr Platz in der Metallwerkstatt hat. Was bei den Stahlwerk-Schweißgeräten echt schön gelöst ist, ist halt, dass man hinten die Gaszufuhr, dass man da hier einen langen Schlauch hat. Das bedeutet, man kann die Gasflasche in den einen Raum der Ecke, in die eine Ecke des Raumes stellen und muss auch das nicht direkt neben dem Schweißtisch stehen lassen. Das ist echt immer eine feine Sache. So, dann starten wir die Maschine mal. Oh Gott. Ich denke, es war extrem glaubhaft, dass ich eben gesagt habe, dass ich noch nie WIG geschweißt habe, denn das hier sind tatsächlich einfach die grundlegenden Einstellungen, die jedes WIG-Schweißgerät auch eigentlich haben muss, dass man halt eben alles kontrollieren kann. Zum Beispiel Gasvorlauf, wie schnell der Strom halt eben startet, was für einen Startstrom wir haben. Dazu haben wir bei dem Schweißgerät noch die Funktion, dass wir einen Puls Strom geben können. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, aber wir können damit auch pulsen, sage ich jetzt einfach mal. Und das sind die ganzen Einstellungen. Alter. Also wir haben hier ganz, ganz viele Werte. Da können wir halt einfach so durch das Menü durchswitchen. Das ist zum Beispiel der Gasvorlauf, der geht von 0 bis 2 Sekunden. Der Hotstart, Startstrom, Stromanstieg, Schweißstrom. Das ist dann ja der Strom, denke ich mal, den wir benutzen, also ich sag mal bei 2 mm oder bei 1 bis 2 mm können wir mal so ungefähr in dem Bereich hier schweißen. Stromabsenkung, Schlussstrom, Gasnachlauf. Da machen wir ein bisschen mehr. Was haben wir noch? Wir können jetzt hier verschiedene Einstellungen, können wir speichern. Das hier ist nämlich auch ein Drückknopf. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir stellen es jetzt mal auf 50 ein, wir machen es mal safe auf die Nummer 1. Das ist jetzt der Schweißstrom und halt eben, das Ganze ist ja wie so eine Kurve, kann man sich das vorstellen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir laden die Nummer 2, wobei nein, Nummer 1, Load. Und jetzt verstellen wir das einfach mal und jetzt sind wir im Prinzip, können wir ein anderes Programm auswählen. Und wenn wir dann nochmal sagen, okay, Load, die Nummer 1, dann müssen wir kurz warten. Dann sind wir wieder auf der Einstellung, die wir gerade vorgenommen haben. Also das ist ganz easy peasy einzustellen. Natürlich ist das jetzt nochmal eine Sache, wie man das einstellt. Ich probiere mich da jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Ich habe da jetzt einfach mal ein bisschen Material, was eigentlich viel zu dick ist. Das plane ich auch nicht zu schweißen, nur ich muss ein bisschen mich mit den Einstellungen zurechtfinden. Deswegen werden wir das jetzt mal ausprobieren. Erstmal punkten. Passt ganz genau auf, denn jetzt seht ihr, wie man es nicht macht. Okay, mehr schlecht als recht gepunktet. Jetzt probieren wir es mal weiter.
brauche ein bisschen neues Zusatzmaterial. Der ist schon zu kurz, der Stab. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht, was ich da gerade hingelegt habe. Das ist jetzt fast die allererste Schweißnaht mit dem Wickschweißgerät. Und ich muss sagen, so wie es hier aussieht, bin ich eigentlich schon ziemlich happy. Aber natürlich ist das viel, viel Übung, bis das hier dann irgendwann richtig gut läuft. Vor allem bei jeder Materialstärke. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt probieren wir einfach mal, ob wir da eine ganz, ganz feine Naht reinlegen können. Ich habe das jetzt außenrum einmal gepunktet. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Boah, das macht mich gerade echt ein bisschen baff. Lecco mio, das probieren wir jetzt mal an allen Seiten aus. Uiuiuiui. So sieht die Naht aus. Bin ich eigentlich für fast einer der ersten Versuche, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Boah, ist das heiß, Alter. Das ist ja brutal. So sieht jetzt mal die Kehlnaht aus. Ich muss sagen, das hat natürlich noch Verbesserungspotenzial, aber gerade hier, das letzte Stück hier, finde ich, sieht eigentlich ganz gut schon aus. Da vorne, da sieht man so ein paar Einschüsse, wo ich mal aufgehört habe und nochmal angefangen habe. Aber generell erstmal gar nicht so verkehrt. Das waren jetzt so die ersten Anlaufversuche und gleich werde ich euch noch was richtig Cooles zeigen, was man mit dem Schweißgerät nämlich auch machen kann, wofür es auch eigentlich gedacht ist. Aber davor werde ich euch jetzt noch ein bisschen Werkzeug zeigen. Das ist für die Metallwerkstatt. Was es damit auf sich hat, werde ich euch jetzt zeigen, damit ich halt eben einfach für die nächsten Projekte ein bisschen besser gerüstet bin. So sieht dieses Zusatzmaterial übrigens aus. Das kommt einfach hier in so einer Verpackung drin, das kann man dann gut aufbewahren. Und die sind halt eben fürs Wickschweißgerät. Hier haben wir noch Düsen in verschiedenen Größen. Ich benutze derzeit eine 6er Größe. Da habe ich jetzt auch dünneres Material schon mit geschweißt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie so eine Faustformel habt, welches Material ihr wann benutzt, also welche Düsengröße ihr halt eben wann benutzt. Und hier haben wir dann auch noch Ersatz-Wolframstäbe. Das sind die, die man halt eben spitz anschleift und man damit halt eben auch schweißt. Dann seht ihr hier noch drei Koffer. Wir werden damit aber erstmal anfangen. Das hier wird so ein Ratschenkasten sein, den ich hauptsächlich in der Metallwerkstatt benutzen werde, weil meistens brauche ich einfach hier diese Nüsse, um halt eben irgendwas festziehen zu können. Ein schönes Stahlgehäuse, was man dann noch halt eben auch gut mitnehmen kann. Das hier wird für die Metallwerkstatt sein. Das ist jetzt so das Set, was ich zum Mitnehmen habe. Was hier halt auch eben cool ist, dass wir hier diese Zündkerzenstecker drin haben. Oder wenn man mal generell irgendwie eine Maschine baut, wo die Mutter auf einer sehr langen Schraube sitzt, hat man hier schon mal die Möglichkeit, das entsprechend halt eben runterzudrehen. Und was hier halt auch schön ist, hier ist jetzt auch ein kleines Ratschenset dabei, sodass ich halt eben alles in einem Set habe. Wenn ich mal irgendwie am Bandsägewerk was machen muss, dann habe ich hier alles dabei, was ich halt eben brauche. Und auch eben hier die Vielzahnnüsse. Das ist auch ganz praktisch. Am unscheinbarsten ist aber wohl hier dieses Teil. Und da ist es halt auch wieder schön, wenn man eine Maschine baut. Da hat man ja öfters mal viele Muttern, die man aufdrehen muss. Das ist halt meistens auch nicht vonnöten, dass man das mit einer Rate super fest anzieht. Aber auch damit kann man dann auch gerade, wenn man mal so einen Prototyp baut, die Muttern echt super einfach festschrauben. Leute, ich habe es am Anfang vom Video angesprochen, heute wird es einige Spoiler geben. Und zwar habe ich erst gestern genau dieses Werkzeug zum Beispiel benutzt, um einen neuen Hauptschalter bei dieser Maschine einzubauen. Das hier wird auch für die Metallwerkstatt sein. Wenn ich da irgendwie mal ein bisschen Werkzeug wechsle, ist das hier auf jeden Fall super praktisch. Ihr findet ein paar Links in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Wir gehen jetzt wieder in die Metallwerkstatt und da probieren wir jetzt endlich mal richtig dünnes Material zu wicken. Wicke zu wicke. Im Saarland sagt man zu wicke. Zur Problematik. Gerade wenn wir uns hier dieses kleine Blech hier anschauen, ist das ja eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn man mal vielleicht eine Maschine baut, wo das hier eine Führung ist und man das erst im Nachhinein einbauen möchte, dann ist es oftmals ein bisschen störend, wenn hier eine große Schweißnaht ist. Gerade bei diesem dünneren Material ist es auch teilweise ein bisschen unschön, das mit einem normalen MAC-Schweißgerät zu schweißen. Deswegen ist hier WIG richtig, richtig fein. Wir werden das jetzt erstmal nur punkten und dann seht ihr auch ganz genau, was ich meine, weil die Schweißnaht trägt im Prinzip gar nicht auf. Gerade wenn das hier nur so eine führende Rolle hat und nicht mega stabil festgeschweißt werden muss, ist das eine richtig feine Sache. Wichtig natürlich, eine spitze
Weil ich habe gerade das auch mal so ein bisschen ausprobiert, wie sehr sich das dann halt eben verändert, so die Schweißergebnisse. Und das ist ganz, ganz abgefahren, denn der Schweißstrom, der ist dann halt eben wirklich fast gar nicht mehr geleitet. Und dann kann man die Naht nicht so schön weiter nach vorne drücken, wie man das halt eben eigentlich halt dann halt hier kennt. Also das Ziel ist es jetzt, als erstes hier dieses Blech mal zu punkten und dann zeige ich euch, wie das halt eben aussieht. Ich denke, man kann das hier jetzt ganz gut erkennen. Ich habe hier ganz, ganz feine Punkte gesetzt und die tragen fast gar nicht mehr auf. Der hier noch ein bisschen mehr als der. Aber das hier ermöglicht es halt jetzt einfach, dass man ganz, ganz fein schweißen kann. Auf der anderen Seite ähnlich. Und jetzt werden wir mal probieren, hier eine Naht drüber zu ziehen. Das ist ja alles gut und schön. Aber ich habe eben noch von Spoilern gesprochen und deswegen werde ich euch mal zeigen, wie ich bei einem der zukünftigen Projekte mit diesem Gerät Guss schweiße. Leute, ich habe nicht gewusst, dass das geht. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ich klopfe hier diese Schweißnaht, weil das halt eben Guss ist und da wird halt eben empfohlen, die Schweißnaht anschließend zu klopfen. Das hat ein bisschen was mit der Spannung zu tun, dass es keine Spannungsrisse gibt, beziehungsweise weniger Spannungsrisse. Aber zurück zum eigentlichen Projekt und vielleicht gibt es gleich noch einen richtig coolen Spoiler. Das hier sind ja meine ersten Schweißversuche, gerade beim WIG-Schweißgerät. Und dafür bin ich damit wirklich super, super happy. Und ich glaube, am Schluss bin ich ein bisschen mit der Nadel in die Spitze eingetaucht, deswegen der Schweißstrom nicht mehr so richtig geleitet wurde. Das kann man so ein bisschen auf der Rückseite erahnen. Da sieht man nämlich, dass die wirklich nicht so wirklich schön ist. Ich habe probiert, damit das Ganze noch fertig zu machen. Aber eigentlich hätte ich die Spitze nochmal neu anschleifen müssen. Das sieht halt dann nicht mehr so gut aus. Also das war echt super, super aufregend. Ich bin mal gespannt, wann ich das bei den ersten Projekten einsetzen werde. Ich will jetzt auch nicht zu viel Bleche irgendwo draufschweißen, denn ich denke, gerade mit so einem Gerät ist es eigentlich in den meisten Fällen einfacher, wenn man bei einem richtigen Projekt dann mal weiß, okay, so sieht es dann aus, wenn man Blech zugeschnitten hat und man es halt eben verbraten muss. Und da werde ich es halt eben bei den nächsten Projekten ausprobieren. Und genau das werde ich in Zukunft in Form eines Videos hier auf diesem Kanal auch tun. Hier siehst du auch noch so einen klitzekleinen Ausschnitt. Da werde ich mich dann noch ein bisschen genauer drauf eingehen, mit dem, was ich halt eben gerade gesagt habe. Ich habe da vielleicht auch schon so ein Projekt, wo es ganz nützlich werden könnte. Und das werde ich euch jetzt gerade am Schluss vom Video noch einmal kurz zeigen. Das ist so ein kleiner Teaser auf eins der nächsten Videos. Und zwar habe ich mir eine Bandsäge gekauft. Die steht da neben mir. Ich will nicht zu viel verraten, aber die ist super, super speziell. Die hat mich im Getriebe verbaut. Den Tisch kann man in mehrere Richtungen schwenken. Und Dinge, die ich halt einfach generell bei einer Holzbandsäge so noch nicht gesehen habe. Das wird es aber in einem eigenen Video geben. Das heißt, abonniere gerne den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Das soll es für heute auch gewesen sein. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos. Wie gesagt, schau gerne mal in die Videobeschreibung. Und das soll es für heute schon gewesen sein. Ein kleiner Test, mal ein bisschen neues Werkzeug ausprobiert, ist ja manchmal auch ganz schön spannend. Und ja, ich freue mich schon drauf, die Maschine beim ersten Mal, nicht nur die Maschine, sondern auch die andere beim ersten Projekt richtig zu benutzen.